So, dann, damit es zumindest im Protokoll steht, dann beginnen wir mit den aktuellen Stunden, Top 83. Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der SPD, Platz- und Fachkräftemangel in hessischen Kitas muss ein Ende haben, gemeinsam mit Top 68, Antrag der Fraktion der SPD und Top 100, dringlicher Antrag der Fraktion der FDP. Uns beginnt die Frau Kollegin Lisa Gnadl, SPD. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Mangel an verfügbaren Plätzen und Fachkräften in hessischen Kitas muss endlich ein Ende haben. Der Kita-Personalcheck von Verdi für Hessen sowie der Ländermonitor frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann-Stiftung legen einmal mehr deutlich offen, was wir als SPD-Fraktion schon seit vielen, vielen Jahren hier an dieser Stelle aus kritisiert haben. Es gibt große Defizite bei der Kinderbetreuung in Hessen, und diese Landesregierung unternimmt zu wenig, um diese abzustellen. Der Fachkräftemonitor der Bertelsmann-Stiftung sagt, unzureichende Plätze, unprofessionelle Arbeitsbedingungen, zu wenig Fachkräfte. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein ebenso verheerendes wie beschämendes Zeugnis für die verfehlte Kita-Politik dieser schwarz-grünen Landesregierung. Nach der Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlen schon heute rund 8.400 Fachkräfte an den hessischen Kitas. Und bis 2030 ergibt sich eine Lücke zwischen Fachkräfteangebot und Fachkräftebedarf von über 25.000 Fachkräften, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben eine riesige Unterversorgung. In Hessen sind 32% der unter Dreijährigen in der Kindertagespflege oder in der Kita. Allerdings deckt das bei Weitem nicht die Anforderungen der Familien, denn diese geben zu 48% an in dieser Altersgruppe, dass sie einen Betreuungswunsch haben. Also 48% zu 32% in der Realität. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, bis zum Jahresende, bis zum Ende des Jahrzehnts wird laut der Bertelsmann-Prognose der Betreuungsbedarf weiter wachsen auf etwa 53%. Hessen verhindert damit die Chancengleichheit bei den Kleinsten und verbaut mit dieser Unterversorgung eben auch den Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, worunter vor allen Dingen Frauen zu leiden haben. An der Personalversorgung hängt aber auch die Betreuungsqualität. Der Betreuungsschlüssel erreicht in Hessen nirgends die wissenschaftlich begründeten Mindestanforderungen der Bertelsmann-Stiftung. Derzeit werden 4 von 5 Kindern in Hessen in Kitagruppen betreut, in denen nicht genügend Fachpersonal vorhanden ist. Mehr noch, der Betreuungsschlüssel in allen Betreuungskategorien ist in Hessen schlechter als der Median von Westdeutschland. Und der massive Fachkräftemangel wirkt sich eben auch auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten aus. Und das hat der Personalcheck von Verdi sehr deutlich gemacht, wie sehr die Beschäftigten in den Kitas unter einer hohen und enormen Belastung zu leiden haben und diese dann eben auch zu einer Unzufriedenheit führt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Über 44% der Befragten gaben an, dass sie temporär an einem Tag mehr als 17 Kinder zu betreuen haben. Und daran sieht man, wie stark die realen Betreuungsrelationen in der alltäglichen Kita-Arbeitswelt von der gesetzlich vorgegebenen Betreuungsschlüsseln abweichen. Kein Wunder also, dass in derselben Befragung über die Hälfte der Beschäftigten angibt, viel zu wenig Zeit zur Verfügung zu haben, um wirklich auf die Kinder, ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche eingehen zu können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Applaus
Lediglich 8% der Befragten gaben an, dass sie den selbstgesteckten Ansprüchen hinsichtlich pädagogischer Professionalität unter diesen Arbeitsbedingungen gerecht werden können. Für die Mehrheit der Kita-Beschäftigten sind Überstunden ein Dauerzustand. Das muss abgestellt werden. Handeln Sie endlich. Werbekampagnen sind zwar nett, aber sie führen am Ende nicht aus dieser Situation heraus. Es braucht ein ganzes Bündel an Maßnahmen, etwa zur Steigerung der Attraktivität des Berufsbildes durch bessere Bezahlung, mehr Aufstiegschancen, über die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten und der Verbesserung der Ausbildungsbedingungen sowie der Angebote zur Weiterqualifizierung bis hin zur Bereitstellung genügend Investitionsmittel für den Kita-Ausbau. Schaffen Sie endlich auch das unsägliche Schulgeld hier in Hessen ab für die Erzieherinnenausbildung und sorgen Sie für eine grundsätzliche Ausbildungsfinanzierung. Andere Bundesländer wie z.B. Bremen machen das vor, wie das in der Vollzeit- und Teilzeitausbildung geht. Wir fordern, eine Anhörung mit allen Beteiligten hier im Hessischen Landtag durchzuführen, um ein solches Maßnahmenbündel zu diskutieren und zu schnüren. Was wir brauchen, ist eine echte Personal- und Qualifizierungsoffensive, und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Das Wort hat die Frau Abg. Claudia Ravensburg, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Landesregierung unterstützt mit aller Kraft die Kommunen und die Träger, um die Kinderbetreuung bedarfsgerecht auszubauen und auch um Fachkräfte auszubilden. Sie unterstützt sie bei Investitionen, bei der Anwerbung von Fachkräften, bei der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung und dem Aufstocken der Plätze in den Erzieherfachschulen. Doch dass gerade die SPD heute diesen Antrag stellt, das hat mich dann schon verwundert, war es doch die SPD-Familienministerin Franziska Giffey, die unsere Kitas gleich dreimal im Stich gelassen hat. Sie hatte wichtige Projekte, die uns auch sehr geholfen hätten, für die Kitas angekündigt, obwohl sie die Finanzierung vorher nicht sichergestellt hatte. Ich will die drei Punkte auch gerne nennen. Erstens bei den Bundesmitteln für das Gute-Kita-Gesetz. Mit großem Werbeaufwand begleitet, doch der Bund steigt nach der Anlaufphase aus der Finanzierung aus. Hoffentlich überlegen Sie sich noch. Zweitens bei. Frau Kollegin Ravensburg, es gibt den Wunsch, eine Zwischenfrage von der Frau Kollegin. Also tut ihr leid, dann tut mir es auch leid. Frau Kollegin Ravensburg, bitte. Bei den angekündigten insgesamt 400 praxisintegrierten Ausbildungsplätzen, die hatte Frau Giffey uns versprochen, aber nicht geliefert. Drittens bei den Kita-Investitionsmitteln, wo der Bund erst kommentarlos ausgestiegen ist, trotz des enormen Bedarfs, den auch Frau Gnadl eben gerade noch einmal erläutert hat und erst auf Druck dann nochmals nachgelegt hat. Die von uns gestützte Landesregierung hat einen anderen Stil. Sie ist da eingesprungen, wo der Bund nicht liefert. Und wir werden auch künftig die Kita-Träger nicht im Stich lassen, wenn die Mittel des Bundes aus dem guten Kita-Gesetz nicht weiter fließen sollten. Denn es handelt sich eben gerade, Herr Rudolph, um Mittel, die die Arbeitsbedingungen in den Kitas deutlich verbessern, wo Pauschalen erhöht werden und der Personalschlüssel gerade bei der Leitungsstellung steigt. Und wir sind auch da eingesprungen, um die vom Bund nicht finanzierten dualisierten Ausbildungsplätze durch Landesgeld abzusichern. Denn PIAF ist für die Jugendlichen hochattraktiv und spricht auch neue Zielgruppen für den Erzieherberuf an.
Es sind insgesamt 600 zusätzliche Ausbildungsplätze, die hier für den Erzieherberuf ausbilden werden. Das Land ist da auch eingesprungen, als die Investitionsmittel für den weiteren Kita-Ausbau vom Bund nicht kamen. Jetzt stehen insgesamt 300 Millionen Euro für den Kita-Bau bereit, um den Rechtsanspruch der Eltern gerecht zu werden. Ja, die Landesregierung hat eine Fachkraftoffensive auf den Weg gebracht. Neben den vom Land finanzierten dualen Ausbildungsplätzen wurden nämlich auch die Ausbildungsplätze in den Erzieherfachschulen mit jetzt 8.655 Plätze auf Rekordniveau gesteigert. Der Kita-Fachkraftkatalog wurde erweitert, um multiprofessionelle Teams in den Kitas einsetzen zu können. Und im neuen Fachkräftecamp werden Jugendliche in Berufsorientierungsworkshop an die sozialen Berufe herangeführt, um sie auch für diesen Beruf, den Erzieherberuf, zu begeistern. Und ich verstehe ja, dass die SPD die Verdi-Forderung unterstützt. Aber dass Sie sich jetzt über die Werbebusse aufregen, das verstehe ich nun gar nicht. Das, finde ich, ist doch kurzsichtig gedacht. Es ist doch ganz klar, dass jede zusätzliche Kraft, die wir anwerben, die Kitas entlastet. Die Fachkräfte in den Kitas stehen das deshalb doch unter Druck. Das haben wir ja gesagt, weil Fachkräfte knapp sind. Also lassen Sie uns doch Werbung betreiben. Wir werden jedenfalls alles daran setzen, weitere Kräfte für die Kitas zu gewinnen. Und auch sehen wir natürlich die Notwendigkeit, die Kräfte dort zu entlassen. Erzieherinnen und Erzieher, meine Damen und Herren, haben in der Corona-Zeit Großartiges geleistet, und sie sind weiter jeden Tag für unsere Jüngsten da. Sie verdienen unsere Wertschätzung und Unterstützung jeden Tag, und das wird die Koalition auch leisten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Das Wort hat die Frau Abg. Katrin Anders, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe KollegInnen! Ich freue mich, dass wir heute noch einmal die Gelegenheit haben, als regierungstragende Fraktion deutlich zu machen, was wir im letzten Jahr auf den Weg gebracht haben, als wir nämlich die Rahmenbedingungen in den Kitas deutlich verbessert haben, was wir tun, um Kitaplätze zu schaffen und auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Was haben wir gemacht? Wir haben es geschafft, dass wir endlich den Einstieg in die Leitungsfreistellung geschafft haben. Das ist eine langfristige Forderung der Spitzenverbände und vor allem auch eine Forderung der Bertelsmann-Stiftung, die heute Morgen ja schon mehrfach betont wurde. Wir haben Freistellungszeiten ermöglicht für die Anleitung von Auszubildenden, auch eine Forderung der Bertelsmann-Stiftung, um nämlich die Qualität schon in der Ausbildung zu sichern. Und das Wichtigste, was wir geschafft haben, ist nämlich, den Fachkraft-Kind-Schlüssel zu erhöhen. Das heißt nämlich mehr Personal in die Kitas, mehr Zeit fürs Kind, mehr Zeit für individuelle Förderung. Und das ist hinterlegt mit einer Rekordsumme von 1 Milliarde Euro, die das Land für eine kommunale Aufgabe zur Verfügung stellt. Für eine kommunale Aufgabe. Und wenn wir hier über die Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen vor Ort sprechen, müssen wir natürlich auch gucken, wer ist denn der Arbeitgeber von diesen Erzieherinnen? Und das sind in der Regel freie Träger und Kommunen, und es ist nicht das Land Hessen. Und wenn man also sich sonst hier hinstellt und sagt, dass man ja die Partei der Kommunalos ist und die Partei der Kommunen, dann muss man auch sagen, was tut man dann selbst dafür, dass Arbeitsbedingungen vor Ort verbessert werden. Und Sie haben ja zu Recht gesagt, es ist eine schlechtere Bezahlung als in anderen Berufen. Die Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern. Wir brauchen Supervision, wir brauchen Fortbildungsmöglichkeiten.
Aber genau das entscheidet eben nicht das Land Hessen, sondern es entscheiden die Kommunen vor Ort, wie Arbeitsbedingungen ausgestaltet werden, ob es Werkswohnungen für Erzieherinnen im Ballungsraum gibt, ob es ein Jobticket gibt, ob es Fortbildungsmöglichkeiten und Weitermöglichkeiten gibt. Das sind Bedingungen vor Ort, die wir hier im Land Hessen leider nicht regeln können. Und deswegen ist es auch, glaube ich, noch einmal richtig, dass Frau Ravensburg auf Frau Giffer hingewiesen hat. Denn das Kita-Gesetz, mit dem wir den Fachkraftschlüssel erhöht haben, mit dem wir in die Leitungsfreistellung gegangen sind, ist halt leider nur für 3 Jahre finanziert. 3 Jahre, da kann halt niemand, kann noch nicht mal eine Erzieherin ausgebildet werden, bringt uns halt kein bisschen weiter. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir diese Standards nicht in irgendeinem Projekt festgelegt haben, sondern gesetzlich festgeschrieben haben. Das Land Hessen wird diese Standards kontinuierlich finanzieren. Und das ist eine langfristige, gute Investition in unsere Kinder und Kitas. Und es braucht natürlich attraktivere Angebote, vor allem in der Ausbildung. Und deswegen waren wir doch schier erstaunt, dass nur 3 Wochen nach dem Gute-Kita-Gesetz auch gleichzeitig noch die Maßnahme vom Bund gestrichen wurde, die praxisintegrierte vergütete Ausbildung, also der Paradigmenwechsel in der Erzieherinnenausbildung, dass gerade der vom Bund nicht mehr finanziert wurde. Und deswegen danke ich vor allem unserem Sozialminister Klose, der nicht lange gezögert hat und ziemlich schnell genau diese Ausbildungsplätze gesichert hat, sie verdoppelt hat und damit den Einstieg in eine vergütete und praxisintegrierte Ausbildung gesichert hat in Hessen. Und dann steht ja jetzt noch der Vorwurf im Raum, wir würden nicht genug tun, um Plätze zu schaffen. Und vielleicht hilft es auch da mal, sich ein bisschen die Fakten anzugucken. 219 Millionen Euro haben die Kommunen in den letzten Jahren bekommen, um Plätze auszubauen, um Kitas zu sanieren, um Küchen dran zu bauen, um Plätze auszubauen, um neue Kitas zu bauen. Und was kam davon vom Bund? 77 Millionen, der Rest originäre Landesmittel für eine kommunale Aufgabe, um mehr Kita-Plätze in Hessen zu schaffen. Frau Kollegin Anders, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Das mache ich. Ich fasse es noch einmal kurz zusammen. Die Rahmenbedingungen vom Land Hessen haben sich deutlich verbessert. Personal kommt mehr in die Kitas. Die praxisintegrierte Ausbildung haben wir mit Landesmitteln verdoppelt. Und die Mittel für den Kita-Ausbau sind deutlich gestiegen. 1 Milliarde, so viel wie noch nie. Ich denke, das Land Hessen kann sich da auf keinen Fall verstecken. Und wir sind auf einem guten und richtigen Weg. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Papst-Diebel, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kinderbetreuung ist teuer. Das ist Eltern schon immer bekannt. Ein Familienvater von 5 Kindern hat schon in den 60er Jahren ausgerechnet, dass er seiner Frau eigentlich mehrere tausend D-Mark zahlen müsste, weil sie die Familienarbeit übernommen hat. Wie muss das erst sein, wenn man 8 oder gar 10 Kinder hat? Ich kenne einige solcher Großfamilien und bewundere den Mut und das Durchhaltevermögen der Eltern, die aber unisono glücklich mit ihrer Entscheidung sind. Es ist nicht Aufgabe des Staates, die Vollfinanzierung von Kindern zu übernehmen. Genauso wenig kann aber die Qualität staatlicher Betreuung die familiärer Betreuung durch Menschen, zu denen bereits eine natürliche Bindung besteht, überbieten. Viele Frauen wollen heute beruflich tätig und weniger zu Hause sein. Aber es gibt auch viele Frauen, die ihre Kinder zumindest für die ersten Jahre der Entwicklung selbst betreuen wollen, ohne eine Doppelbelastung durch berufliche Tätigkeit. Für alle Frauen und für jeden Lebensentwurf sollte es Anerkennung geben.
Allerdings sollten Frauen, die sich für die Familienarbeit entscheiden, nicht schlechter gestellt, sondern gewertschätzt und finanziell abgesichert werden. Zur Qualität der Kinderbetreuung ist zu sagen, dass diese aus Sicht der Kinder so hoch wie irgend möglich sein muss. Das ist der einzig verantwortungsvolle Weg. Und da sind wir ganz direkt bei den Problemen, um die es in dieser Aktuellen Stunde geht. Der Gesetzgeber hat eine Betreuungsgarantie festgelegt, obwohl Personalmangel und strukturelle Probleme im Bereich Kita bekannt waren. Überhaupt wird die Ganztagsbetreuung von Kindern immer mehr erweitert, ohne dass die genannten Probleme beseitigt wurden. Die gestrige Meldung bei Osthessen News, Homberg-Ohm betreffend, zeigt, dass der Personalmangel und die Unsicherheit in diesem Bereich zu Versorgungslücken führen kann. Wie kann aber die Personalmangelsituation bewältigt werden? Da gerade Kita-Personal durch eine breiter gewordene Palette an Aufgaben hochqualifiziert und gleichzeitig das altershalber ausscheidende Personal ersetzt werden muss, wird sich der Mangel ohne Qualitätseinbußen nicht schnell genug beheben lassen. Eine gerechtfertigte, bessere Bezahlung des Erzieherberufes verteuert dazu die Fremdbetreuung weiter. Ein Vorschlag der AfD lautet, Familien für mehr Entscheidungsfreiheit und für gelingende Familienzeit finanziell zu entlasten. Das staatliche Handeln sollte sich noch viel mehr an den individuellen Bedürfnissen von Familien ausrichten und sowohl die Gründung von Familien als auch den Kinderreichtum besser finanziell unterstützen. Fremdbetreuung ist teuer, wird aber von den Kosten her größtenteils vergesellschaftet. Die familiäre Betreuung dagegen bleibt ein finanzielles Risiko für Familien und besonders für die Mütter. Im Übrigen werden die Risiken von früher und zeitlich zu ausgedehnter Fremdbetreuung von Psychologen und Kinderärzten thematisiert und angemahnt. Die Kollegen von der SPD haben vollkommen recht, wenn sie den Fachkräftemangel an den Kitas bemängeln. Selbst die Nachbesserungen, die wir hier im Plenum bereits diskutiert haben, stellen keine endgültige Lösung dar. In Kitas finden wir mittlerweile neben Erziehern auch fachfremdes Personal, Hilfspersonal und Ergänzungskräfte. Dazu auch noch viele Teilzeitkräfte. Die Leitungsfunktionen sind mittlerweile sehr komplex geworden und werden manchmal schwer zu besetzen. Wenn Kinder in einer Kita betreut werden sollen oder müssen, dann muss aber diese Betreuung von höchster Qualität sein. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist schlicht und ergreifend die familiäre Betreuung finanziell zu unterstützen. Damit wäre Kindern, Familien und besonders Müttern gedient, und ein positiver Effekt auf die Demografie könnte sich ebenfalls entwickeln. Die Anträge der Fraktionen von FDP und SPD enthalten beide wichtige Hinweise. In diesem Fall gefällt uns der Antrag der SPD etwas besser. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Babst-Diebel. Nächster Redner ist der Kollege René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir sprechen heute über den Fachkräftemangel in Bildungseinrichtungen, vor allem Kitas. Aber wir wissen ja, es gibt jetzt einen gesetzlichen Anspruch, oder es ist angekündigt, den gesetzlichen Anspruch umzusetzen für die Betreuung im Ganztagsbereich. Auch dort werden wir viele Fachkräfte benötigen. Und von daher ist es wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Allerdings ist das ein Thema, das wir hier schon seit über 10 Jahren regelmäßig diskutieren. Und wir sind der Lösung noch keinen Schritt näher gekommen, sondern das Auseinanderfallen zwischen Bedarf an Fachkräften und sozusagen, wie viel wir gewinnen könnten, das geht immer weiter auseinander. Wir haben Einrichtungen, die sind fertig gebaut. Im Rhein-Main-Gebiet kenne ich mehrere Einrichtungen, die nicht in Betrieb gehen können, weil wir nicht genug Fachkräfte haben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für die Bildungschancen unserer Kinder im Land. Und von daher ist die Dringlichkeit des Anliegens, das die SPD heute beschreibt, nicht von der Hand zu weisen. Die Landesregierung kennt die Themen, sie hat eigene Aufstellungen. Also hier ist Handlungsbedarf. Ich glaube, darin sollten wir uns einig sein.
Und jetzt haben wir sozusagen die üblichen Abwehrreflexe erlebt von Frau Ravensburg. Die Bundesregierung ist schuld, die hat Projekte angestoßen, nicht ausreichend finanziert. Da fragt man sich immer so ein bisschen, regiert die SPD Deutschland alleine oder war da noch eine andere Partei dabei? Und wenn man dann Frau Anders hört, die Farbe ihres Kleides hat mich ja schon, fand ich sehr nett. Das sind ja schon gute, geschmackvolle Entscheidungen gewesen. Aber Frau Anders, Sie haben dann sehr stark auf die Kommune abgehoben. Sie haben gesagt, das ist eine kommunale Aufgabe. Ich wollte darauf anspielen, dass Magenta-ähnliche Farbe der FDP sehr gut gefällt, um damit ein politisches Statement zu setzen, dass ja FDP und CDU auf anderer Ebene sich annähern und sich gut verstehen, um irgendwelche Missverständnisse hier auszuräumen. Ist ja alles sehr sensibel heute Morgen schon wieder. Es sollte eine freundliche Bemerkung sein, um es noch einmal deutlich zu machen, um bei den Grünen Entspannung herbeizuführen. Sie haben es ausgeführt, dass es eine kommunale Ebene gibt und dass die kommunale Ebene zuständig ist. Aber ich will noch einmal deutlich machen, es sind Bundes- und Landesgesetze, die Kommunen verpflichten, diese Leistungen zu erbringen. Das ist eine vom Land vorgegebene Qualität, die erfüllt werden muss. Es ist vom SGB VIII aus Bundesebene vorgegeben, dass Kommunen diese Aufgabe erfüllen müssen. Und darum ist es eben nicht so, dass man sagen kann, die Kommunen sind doch eigentlich zuständig, es geht uns wenig an. Und darum kann ich nur sagen, sehr geehrte Damen und Herren, das Problem ist virulent. Es ist wichtig und es muss behoben werden. Und wir machen schon viele Jahre immer wieder neue Ansätze und am Ende bleibt eine Werbekampagne übrig. Es werden ein paar Plätze aufgestockt. PIA wird ein bisschen besser finanziert. Aber wo ist der Befreiungsschlag, der tatsächlich diesen wichtigen Beruf der Erzieherin oder des Erziehers attraktiver macht, dass wir mehr Menschen gewinnen können? Und das ist die Frage, und darum finde ich den Ansatz zu sagen, wir wollen mal eine Anhörung machen, wir wollen das auswerten, wir wollen vielleicht gemeinsam als breite Mehrheit hier im Landtag sagen, genau in die Richtung müssen wir marschieren, dass das auch Bestand hat über vielleicht eine Wahl hinaus. Und da gibt es im Endeffekt in dieser Anhörung wenige Punkte, die wir uns mal genau angucken müssen. Und das ist natürlich das Thema, wir haben sehr viele ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher, die aber gar nicht mehr im Beruf arbeiten. Warum ist das so? Die sogenannte stille Reserve. Wir haben eine mittlere Betriebszugehörigkeit bei dem Berufsbild des Erziehers und Erzieher. Warum sind die so kurz nur im Beruf, statistisch gesehen? Was ist da das Problem? Zweites Thema, das wir uns dringend angucken müssen. Die Arbeitsbedingungen. Wir kennen viele Umfragen. Frau Anders hat ja einiges zitiert, wo wir wissen, da gibt es einfach Unzufriedenheit im Arbeitsumfeld. Was können wir da verbessern? Dann ist das ganze Thema Ausbildungsvergütung. In einem immer schwierigeren Markt an Fachkräften, an jungen Menschen, die eine Ausbildung machen sollen oder wir uns wünschen, dass sie dort eine Ausbildung machen sollen, die konkurrieren mit anderen Angeboten, wo eben schon frühzeitig eine Ausbildungsvergütung gezahlt wird. Wir wissen, viele Erzieherinnen und Erzieher machen ihre Ausbildung, arbeiten dann vielleicht gar nicht im Beruf, weil sie sich das anders vorgestellt haben. Darum ist die praxisintegrierte Ausbildung, die auch vom Land gefördert wird, ein ganz wichtiger Bestandteil, es viel stärker in die Fläche zu bekommen und auch eine Ausbildungsvergütung regelhaft zu bezahlen, um das Berufsbild bereits in der Ausbildung attraktiver zu machen. Das ist ein vierter Punkt. Die Ausbildung selbst, die mit 5 Jahren eine sehr, sehr lange Ausbildung ist. Welche Möglichkeiten gibt es noch für Teilzeitausbildung, für Seiteneinsteiger? Das muss finanziert werden. Nur das Angebot einer Teilzeitausbildung ist eben nicht ausreichend, um dann auch es machen zu können, zumindest für alle Gruppen in unserer Gesellschaft. Das ist ein weiterer Punkt, ein fünfter Punkt. Und dann natürlich klar die Frage der Anreize, die man setzt. Gibt es tatsächlich einen Wohnungszuschuss? Gibt es vielleicht ÖPNV-Möglichkeiten? Andere Themen, die wichtig sind, eine kostenfreie Betreuung für die eigenen Kinder. Das sind alles Themen, die auch in so einer Anhörung eine wichtige Rolle spielen könnten. Und von daher bin ich dafür, diese Anhörung zu machen, weil das Thema ist groß. Und es ist da und niemand kann es von der Hand weisen. Und es muss dringend gehandelt werden und es wird viel Geld kosten, wenn wir es ernsthaft machen wollen. Und von daher ein wichtiger Aspekt, den die SPD heute hier zur Diskussion gestellt hat. Eine Anhörung wäre genau das richtige Mittel, damit wir unsere Erkenntnisse auf einen Stand bringen und dann daraus Handlungsinitiativen ableiten, die dann auch dauerhaft tragen, weil das nächste wichtige Thema, die Betreuungsgarantie im Grundschulbereich, steht vor der Tür. Und von daher ist höchste Eisenbahn, dass wir hier voranschreiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege René Rock. Das Wort hat die Frau Christiana Böhm, Fraktion DIE LINKE.
Danke sehr, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben ja schon einiges gehört zur Realität in den Kitas, und ich kann da an den Ausführungen von Lisa Gnadl anschließen. Ich denke, der Verdi-Personalcheck hat uns deutlich aufgezeigt, immerhin 2.300 Kolleginnen und Kollegen haben dazu Auskunft gegeben. Er hat uns deutlich aufgezeigt, wie die Situation in den Kitas aussieht. Und ich will noch nur auf ein paar wesentliche Erkenntnisse aus dieser Debatte eingehen. Fachkräfte haben Mangel in 40% der hessischen Kitas, was dazu führt, dass die Gruppen zu groß sind, zu große Belastung der Mitarbeiterinnen. Hohe Personalfluktuation. In 70% der Kitas sind in den letzten Jahren Kolleginnen und Kollegen gewechselt, oft wegen der schlechten Arbeitsbedingungen. 90% der Beschäftigten sprechen von unbezahlter Mehrarbeit. Viele erhalten keine Zeitkontingente für die mittelbare pädagogische Arbeit oder Anleitungsangaben. Und die Kommunen haben überhaupt keine Idee, wie sie im nächsten Jahr die Freistellung für die Anleitung realisieren sollen, ohne die finanziellen Mittel, ohne die Erzieherin. Und da frage ich mich schon, Frau Anders, Sie sind ja darauf eingegangen, dass das Aufgabe der Kommunen sind. Aber kriegen Sie denn gar nicht mit? Das kann doch gar nicht sein. Sie haben doch auch Kommunalpolitikerinnen in Ihren Reihen. Kriegen Sie denn nicht mit, welche Eiertänze die Kommunen zurzeit aufführen müssen, um die Finanzierung der Kindertagesstätten auf den Weg zu bringen? In vielen Kommunen ist die Mehrheit des Geldes im Haushalt für die Kindertagesbetreuung vorgesehen. Und das überfordert die Kommunen eindeutig. Das kann doch nicht sein, dass sie so blind sind und das überhaupt nicht sehen wollen. Und ich finde das schon ziemlich ärgerlich, weil die Kommunen setzen sich nicht hin und sagen, ach, wir wollen gar keine Kita-Plätze oder wir wollen keine Erzieherin ein und wir wollen kein Jobticket. Das ist nicht die Sache des Wollens, es ist die Sache des Könnens. Und dafür brauchen Sie das Geld vom Land. Verdammt noch mal. Und auch die 25% der Kolleginnen und Kollegen, die nach der Verdi-Umfragung keine Freistellung für die Anleitung bekommen haben, hätten sich sehr gefreut, wenn Schwarz-Grün im letzten Jahr unseren Gesetzentwurf zur praxisgerechten Anleitung und Kitas nicht einfach ignoriert hätte. Eine verbesserte Anleitung ist wirklich entscheidend für die Ausbildung, für den Verbleib der Kollegin nach der Ausbildung im Beruf. Und da möchte ich gerne an Kollegen René Rock anknüpfen. Das ist genau ein sehr, sehr zentrales Problem in den Kindertagesstätten. Wir verlieren viel zu viele Erzieherinnen kurz nach der Ausbildung, teilweise schon während der Ausbildung, wenn sie die Realität des Berufes sehen. Wenden Sie sich anderen Betätigungen zu. Und hier, das ist doch das Entscheidende, hier müssen wir was ändern. Es nützt doch nichts, wenn wir immer anwerben und mehr ausbilden und die Leute gehen nach einer kurzer Zeit wieder weg. Und da stimmt doch was nicht. Und ich denke nicht, dass es an den Kolleginnen und an den Leiterinnen liegt, sondern es liegt daran an der finanziellen und organisatorischen Ausstattung, die Kindertagesstätten haben. Und unser Gesetzentwurf... Unser Gesetzentwurf hat kein Copyright. Sie können ihn gerne, wir stellen ihn gerne zur Verfügung. Und es kommt natürlich dazu, wir haben einen eklatanten Mangel an Kitaplätzen. Unsere 26 kleinen Anfragen zum Thema haben nicht viel Aufklärung gebracht, weil die Landesregierung wie immer nichts weiß. Sie zeigen zumindest, dass eine flächendeckende Versorgung für alle Kinder und Eltern noch nicht weder im Kindergarten noch im Krippenalter funktioniert. Und da sie auch nicht so genau weiß, die Landesregierung, wie es denn um die Kitas steht, dann hat sie auch keinen Plan, wie sie das zusammen mit den Kommunen angehen will. Sie delegiert es ja nur einfach. Und sie weiß, sie kann uns ja nicht mal sagen, wie hoch der Investitionsbedarf ist. Wobei ich denke, das Problem liegt nicht an den Investitionen, es liegt an dem Personal. Und ich denke aber, hier wird es deutlich, geben Sie endlich zu, dass das Land hier viel zu wenig unterstützt und viel zu wenig finanziert. Und Werbekampagnen reichen nicht aus, da hat die Kollegin Gnadl sehr recht, aber viel mehr kann ich jetzt nicht erkennen.
gerade wenn wir jetzt sehen, wir hatten beantragt im letzten Haushalt die praxisintegrierte vergütete Ausbildung auf 1.000 Erzieherinnen auszuweiten. Und da haben Sie natürlich dagegen gestimmt, wie immer. Aber wenn ich mir jetzt Ihren Haushaltsplan für das nächste Jahr angucke, da senken Sie die Förderung von 600 Stellen auf 400 Stellen. Also jetzt frage ich mich wirklich, ne? Ist die Diskussion völlig an Ihnen vorbeigegangen? Merken Sie denn gar nicht, dass es notwendig ist und sinnvoll ist, mit dieser praxisintegrierten, vergüteten Ausbildung weiterzumachen? Die Kommunen wünschen sich das auf jeden Fall, können es aber selber nicht finanzieren. Und das ist, denke ich, wäre eine sinnvolle und notwendige Herausforderung. Bauen Sie die Förderung dieser Ausbildungskapazitäten aus, statt sie zu reduzieren. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Dankeschön. Mehr ausbilden, bessere Anleitung, bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne. Ich denke, das sind die entscheidenden Dinge, die notwendig sind für eine bessere Ausstattung der Kitatagesstätten und ein besseres Personalkonzept. Wenn wir vor einem runden Tisch, den wir fordern, eine Anhörung vorschalten sollen, da habe ich eigentlich nichts dagegen. Da kann ich auch zustimmen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Das Wort hat jetzt der Sozialminister, Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will mich zunächst bei Frau Gnadl für diese Aktuelle Stunde bedanken. Ich habe mich wirklich sehr über diese Themenwahl gefreut, weil sie mir einmal mehr die Gelegenheit gibt, darzulegen, wie umfassend diese Landesregierung die Kitas in Hessen qualitativ und personell stärkt und so dazu beiträgt, dass alle Familien in Hessen einen guten Platz für ihr Kind bekommen. In Hessen werden erfreulicherweise immer mehr Kinder geboren. Immer häufiger sind beide Eltern berufstätig, und wir tragen gerne dazu bei, dass berufstätige Eltern sich auch darauf verlassen können, dass ihr Kind gut betreut und individuell gefördert wird, und das, obwohl die Kinderbetreuung eine originäre Aufgabe der Kommunen ist. Unsere Priorität in dieser Legislaturperiode ist die Steigerung der Qualität und der weitere Ausbau der Plätze. Und klar ist, für mehr Qualität brauchen wir mehr ErzieherInnen. Und dazu haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen entwickelt und längst begonnen, über die wir hier auch schon mehrfach gesprochen haben. Um mehr junge Menschen für eine Ausbildung zum bzw. zur ErzieherIn zu begeistern, fördern wir vergütete praxisintegrierte Ausbildung. Das sind derzeit 1.200 Plätze in bereits zwei Ausbildungsjahrgängen. Das ist etwas Neues, und das Land wendet dafür rund 45 Millionen Euro auf. Und mit den 400 weiteren PIVA-Plätzen, Frau Böhm, die weiteren 400 Plätzen, die für den Ausbildungsjahrgang 2022/23 in den gestern eingebrachten Haushalt eingestellt sind, kommen noch einmal 16 Millionen Euro dazu. Und da muss ich einfach sagen, schauen wir mal kurz über den Rhein, schauen wir kurz mal nach Rheinland-Pfalz, wo die SPD ja seit langem auch die Verantwortung für den Bereich trägt. Da gibt es Vollzeitausbildung, Teilzeitausbildung und berufsbegleitende Ausbildung. Das machen wir alles in Hessen auch, plus die praxisintegrierte, vergütete Ausbildung. Und eine solche Vielfalt auch an Ausbildungsmodellen sucht ihresgleichen in den Ländern in Deutschland. Und es lässt sich auch durch einfache Zahlen bewegen, weil die Zahlen der hessischen Schulstatistik und des neuen Landesprogramms belegen ja auch ganz eindrucksvoll, wie groß das Interesse an diesem neuen Modell ist. Und meine Damen und Herren, AnleiterInnen brauchen Zeit, um angehende ErzieherInnen zu unterstützen und ihnen Rückmeldung zu geben. Deshalb unterstützen wir auch die Anleitungsstunden mit dem Praxisbonus finanziell, damit die anleitenden Fachkräfte freigestellt werden können. Auch das gehört in dieses Maßnahmenbündel. Und ja, wir haben eine Werbe- und Imagekampagne für den Beruf der ErzieherIn ins Leben gerufen. Sie heißt 1000 Rollen, dein Job, lässt sich
sofort im Internet finden. Sie nehmen auf diese Kampagne ja auch gewohnt geringschätzig im Titel Ihrer Aktuellen Stunde Bezug. Aber glauben Sie mir, für die Förderung unserer Kinder in den hessischen Kitas brauchen wir die besten Fachkräfte. Und deshalb ist es richtig, dass wir über diesen verantwortungsvollen Beruf informieren und für ihn werben. Aber so zu tun, als stünde diese Kampagne alleine, ist doch vollkommener Blödsinn. Diese Maßnahmen greifen selbstverständlich ineinander. Gemeinsam bilden sie die Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher, in die wir insgesamt 73 Millionen Euro investieren. Herr Minister, der Kollege Rock möchte Ihnen gerne eine Zwischenfrage. Nein, ach gut, bitte. Bereits jetzt, ein Jahr nach dem Start, zeigen die Auswertungen, dass sich noch mehr junge Menschen und auch mehr QuereinsteigerInnen zu staatlich anerkannten ErzieherInnen ausbilden lassen. Es haben sich noch nie zuvor so viele Menschen in dieser Ausbildung befunden wie jetzt. Und das ist eben auch der Erfolg unserer Fachkräfteoffensive, meine Damen und Herren. Wir brauchen außerdem mehr Kita-Plätze. Deshalb investieren wir seit Jahren massiv und haben bereits auch eine Reihe von Erfolgen erzielt. Frau Anders hat die 77 Millionen € des Bundes, die erfreulich waren, erwähnt. Das war schön, aber es war natürlich nicht genug. Und deshalb haben wir ein eigenes Landesinvestitionsprogramm mit einem Volumen von 169 Millionen € ausgestattet, mit dem Kitas aus-, um- und neu gebaut werden können, um weitere Plätze zu schaffen. Und damit sich die Qualität auch noch weiter verbessert, unterstützen wir die Kommunen mit 1 Milliarde € beim Ausbau eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Bildungsangebots. Wir haben den Fachkraft-Kind-Schlüssel verbessert. Wir ermöglichen mehr Vielfalt, mehr Inklusion, längere Öffnungszeiten und damit bessere Kitas für alle Familien in Hessen. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Vielen Dank für den Hinweis. Unsere Fortschritte in den letzten 3 Jahren werden auch von der Fachwelt anerkannt. Ich hatte gerade letzte Woche in Nordhessen das Vergnügen, von einem großen nordhessischen Kita-Träger erfahren zu dürfen, dass das dort ankommt. Daran sehen Sie, Fakten schlagen auch Märchen. Und wir haben viel erreicht, wollen aber noch mehr für Hessens Kinder und ihre Eltern und Hand in Hand mit den Kommunen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, der Minister hat eine knappe Minute überzogen. Die Frau Kollegin Gnadl hat eine Minute, wenn sie möchte. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt von Schwarz-Grün gehört, alles ist getan, alles ist super. Ich frage mich nur, warum gibt es dann Studien, die diese Zahlen offenlegen und deutlich machen, wie eklatant dieser Fachkräftemangel in Hessen ist? Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe ja gesagt, eine Werbekampagne ist sehr nett, aber meine sehr verehrten Damen und Herren, sie reicht eben nicht aus. Denn es müssen sich die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen für die Beschäftigten und für die Azubis so verändern, dass dieser Beruf attraktiver ist und dass man qualitative Arbeit in den Kitas auch pädagogisch wertvoll machen kann. Und wenn Sie dann immer auf den Bund schauen und schimpfen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann schauen Sie sich doch mal an, ob der Bund für die Kita-Betreuung zuständig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin sehr froh, dass der Bund Anschubfinanzierung gemacht hat, dass er sowohl in die Kita investiert hat, in den Ausbau, dass er in die praxisintegrierte Ausbildung den Anschub gegeben hat, damit Hessen da überhaupt einsteigt und dass Hessen mit dem guten Kita-Gesetz endlich auch die Qualität verbessert hat. Sonst hätten Sie doch nichts getan hier in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Kollegin Gnadl, ich war jetzt schon sehr großzügig. Sie dürfen noch einen Schlusssatz machen, bitte. Dazu ärgert mich, dass wir dann davon auch noch von der CDU beschimpft werden, die im Bund blockiert hat, dass wir eben diese Anschubfinanzierung weiterführen und ausbauen. Das hat doch die CDU im Bund verhindert.
Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die erste Aktuelle Stunde behandelt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 84. Aktuelle Stunde, Antrag. Bitte? Machen wir heute Abend. Anträge, Ausschuss oder stimmen wir ab heute Abend? Was machen wir mit den Anträgen? Stimmen wir ab heute Abend oder Ausschuss? Ausschuss. Also 68 und 100, die beiden Anträge in den Ausschuss. Also, und der FDP-Antrag geht auch in den Ausschuss. Aus. Fertig. So.